Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir meine neue Showküche. Und im Hintergrund kannst du schon die Kamera erkennen. Wir sind also schon mitten in meinem Raum. Hier siehst du schon meine Kamera und da siehst du meine Softbox zum Filmen. Des Weiteren siehst du hier, ich glaube, ihr könnt es erkennen, ja, mein Mikro. Also auch da haben wir ein bisschen was getan, dass der Ton ein bisschen besser sein wird. Und jetzt zeige ich dir meine Küche im kompletten Zustand. So, und hier sind wir in meiner neuen Showküche. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen was frei. Hier haben wir noch Platz für einen Herd oder Backofen, besser gesagt. Herd nicht, aber Backofen, der hier noch kommen muss. Aber der ist noch nicht da, weil den muss ich mir erst noch verdienen. Und hier habt ihr, ganz stolz wie ich bin, mein neues Logo mit dabei. Das habe ich mir machen lassen. Das ist richtig, richtig schön geworden. Meine Arbeitsfläche hier hinten, wo ich jetzt abstellen kann. Hier ist vorne, wo wir dann arbeiten werden. Und was du hier siehst, ist schon der Einkauf. Ich drehe noch einen kleinen Haul mit euch, denn auch einiges musste angeschafft werden für diese Showküche. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Aber jetzt zeige ich dir erstmal, was die Küche alles besteht. Hier seht ihr noch ein Regal. Das hat mein Mann gemacht. Mit den kleinen Knöpfchen dran und so. Und das zeige ich dir aber jetzt mal im Detail. So, da gehe ich mit dem Handgerät dran und zeige dir das so. Wir können hier aufmachen. Ich habe hier noch Innenschubladen, wo man dann richtig schön was reintun kann. Ich finde die Knöpfe richtig toll. Die haben mir richtig gut gefallen. Auch hier unten. Aber ist halt alles leer. Das wird sich auch irgendwann ändern. Hier habe ich mich für Schubladen entschieden, weil ich denke, man muss auch was reinstellen können. Aber der Großteil sind ausziehbare Schubladen. Ich finde das ganz toll. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Das ist mein tolles Regal, das so richtig schön angepasst worden ist. Die Arbeitsfläche hat übrigens auch mein Mann gemacht. Und hier kann man richtig schön ausziehen. Alles komplett aus Vollholz. Ich finde halt die Knöpfe unheimlich schön. Ein bisschen Handarbeit ist immer klasse, wenn das so selbst gemacht ist. Ja, dann kommen wir hier nach hinten. Dann haben wir hier den großen Schrank. Wie ihr seht, da liegt noch ein Kabel drin und ein Tablett, weil noch der Backofen fehlt. Da oben ist schon was drin. Hier unten sind noch Einlegeböden drin, fehlt also auch noch alles. Aber egal, das wird kommen. Das erste, was ich mir gekauft habe, ist hier eine kleine Induktionsplatte, denn das eine oder andere muss man auch mal im Backen erhitzen. Und hier, wie gesagt, das wird nicht verraten. Nein, das sage ich euch später. Und so rum sehe ich das Ganze. Da habt ihr den einen Reflektor. Dann seht ihr die Kamera, mit der wir noch arbeiten. Die läuft auch gerade. Der nächste Reflektor, mit dem ich arbeite. Und das nächste Schöne ist hier mein Tisch, auf dem ich dann später fotografieren werde. Das ist auch ein Marke Eigenbau und ich finde den richtig, richtig toll, so richtig urig. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, was euch in Zukunft erwartet. Ich bin stolz wie Nachbars Lumpi. Wenn ihr noch Ideen habt und sagt, hey, das wird uns interessieren, oder wenn du schon am Ändern bist, mach doch noch das und das und das würde uns gefallen. Als unten reinschreiben. Ich freue mich darauf. So, wir sehen uns im nächsten Video. Eure Silke. Und schaut euch gleich noch an die nächsten interessanten Geschichten für dich, was dich eventuell interessieren könnte, von meinem Kanal. Ciao!